Ja, hallo und viele Grüße am 19. Juli 24 direkt aus Flora, Albanien. Ja, wir haben es 38 Grad heute in der Spitze, gefühlt 42 und ihr seht schon, die Touristen und auch Einheimische kühlen sich hier im Meer ab. Wir sind gerade auf dem Weg zum neuen Tunnel und nehmen euch da mal mit. Man riecht übrigens die Sonnencreme. Schaut mal, hier ist schon die neue Promenade, die hier langlaufen soll, an der gesamten Küste lang. Hier hinten sieht man auch schon, hier wird gebuddelt. Und es wird überall gebaut, aber fertig ist auch schon viel. Hier geht's nach Uriko. Das ist die neue Straße hier, neue Umgehungsstraße. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das hier vorher? Da war auch die Straße, die war noch nicht so eben. Ein bisschen schmaler. Asphalterie. Vor 2 Jahren haben wir hier in Dukat Urlaub gemacht. Das ist jetzt hier, Dukateri ist hier auf der rechten Seite und das alte Schad, das ist noch ein Stückchen weiter. Und da fahren wir gleich durch und da war auch schon Asphalt. Also es wurde begonnen zu asphaltieren. Aber jetzt haben sie das noch mal richtig schön gemacht hier. Also fehlt noch ein bisschen Grünzeug, fehlt noch, aber das kommt bestimmt noch. Ja, hier hinten ist Dukat. Auch sehr schön zum Urlaub machen. Kann man schön wandern. Ja, und bisher musste man über den Berg fahren, da hinten ins Gebirge rein, über den Mali Chikis. Das ist auch eine wunderschöne Panoramastraße. Wir haben ja schon ein paar Videos dazu veröffentlicht und ja, seit diesem Jahr ist jetzt der Tunnel geöffnet, der direkt durch den Berg führt nach Thermi. Und damit verkürzen sich natürlich die Anfahrtswege enorm. Ja, über den Berg zu fahren ist natürlich schon wirklich ein Abenteuer. Es ist wunderschön, das Panorama ist herrlich, man kann oben Kaffee trinken und ja, die Autos finden es nicht so prickelnd, geschweige denn LKW-Verkehr und Co. Das muss die auch alles da über den Berg drüber, der ganze Lieferdienst und so weiter. Und die kämpfen schon ordentlich. Also auch unser Jumper bergab mussten wir eine Pause einlegen, mussten ihn erstmal abkühlen lassen. Das war auch dem Guten etwas anstrengend. Wegen den Bremsen, ne? Weil man natürlich permanent auf der Bremse steht, egal wie langsam man fährt. Und ja, im Winter sind auch Schneeketten empfohlen. Also hier geht es ordentlich ab. Hier erwischt es einen auch mitten im Sommer mal mit einem kurzen, heftigen Gewitter. Aber die Strecke lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn, dann fahrt auf jeden Fall mal über den Berg, wenn ihr hier lang kommt. Wenn man der Straße folgt, dann über den Berg, da ist das Hauptwort, was man liest, Karotretz. Das ist der Abschleppdienst. Überall sind Nummern in den Beton geschrieben, wo man anrufen kann, wenn man geborgen werden muss oder Hilfe benötigt. Und ja, ich schätze mal, hier durch den Tunnel jetzt wird sich einiges erleichtern und der ja, Thermi und Co., was eben alles danach kommt, eben auch viel, viel besser noch angebunden sein als bisher. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt mit den Bergen. Das sieht so krass aus. Sehr, sehr schön. Die vorherige Straße, die war so klein. Wow, das ist alles neu. Hier richtig mit dicker Entwässerung vom Berg oben und so weiter. Crazy. Und der weiße Hügel da hinten, ich glaube, da ist so langsam unser Tünnelchen. Vorher gesehen hat,
klein diese Straße war. Wie schmal, also meine ich natürlich. Dankeschön. Und Hüppel und Schlaglöcher und was weiß ich. Wow. Das in so kurzer Zeit. Ja. Nicht schlecht. Hier in dem Grünen hier sind wir noch mit dem Ben, mit unserem alten Hund rumspaziert. Das sieht man jetzt schon gar nicht mehr, weil alles hier voller Straße ist. Mit Haltebuchten hier. Wow. Darüber, genau. Duckert. Nee, das ist alte Duckert, genau. Ja, dann fahren wir da jetzt gleich mal durch. Sodel, Anfahrt Tönell. Das war früher aus. Ja. Vor dem Tunnel. Genau. Aber das ist gar nicht schlimm. Es lohnt sich trotzdem, da über den Berg zu fahren. Ui. Ja, hier wird auch noch ordentlich geschafft. Hier kann man, glaube ich, so ab 300.000 Euro oder so kann man hier einsteigen. Fermi hatte somit das schönste Wasser. Samil ist natürlich auch wunderbar, auch Saranda und so weiter, weil durch den Kies ist natürlich kaum Sand aufgeschwemmt und damit hat man ganz, ganz klares Wasser. Aber hier soll wohl die schönste Stelle sein. Ich weiß nicht genau, Lali ist, glaube ich, links. Ja? Ich weiß nicht, Fermi steht links. Ja. Du, jetzt kommst du bestimmt nach Green Coast hier runter. Müssen wir noch mal drehen, schnell hier irgendwo. Jetzt hier. So richtig green ist es ja noch nicht. Das Green Coast. Es wird ja noch, es wird ja noch. Hier waren wir da unten. Ja, ja, hier ist ein Spar. Spar. Green Coast. Momentan eher Brown Coast. Aber die ersten Brötchen sind schon im Wasser. Kann man auch landen mit dem eigenen Ubi, falls ihr einen kleinen Chat habt. Chat. Hubschrauberchen.
Parksituation da unten ist etwas schwierig, deswegen haben wir uns mal hier das angeguckt, wo der Spar drin ist. Oben kann man schön was essen, ist aber noch einiges im Aufbau. So, jetzt sind wir noch mal in Orekum hier ein bisschen rumgedüst und haben die kleine Kirche hier entdeckt und gucken mal, ob wir hier vorne noch mal ans Wasser kommen. Hier ist sogar ein Flüsschen. Voll schön. Hier ist es wirklich sehr, sehr schön, sehr ruhig. Und wir fahren jetzt Richtung Laguna e Pasha Limanit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist direkt an der Orekum-Küste und auf der gegenüberliegenden Seite ist die Militärstation. Endlich mal wieder Offroad! Jetzt gegen die Sonne noch ein paar Bilder hier von der Lagune. Und ja, wenn ihr mögt, dann schaltet einfach morgen wieder ein zum Wetterbericht. Und wir wünschen euch jedenfalls einen wunderschönen Tag. Wir versuchen jetzt mal hier zurückzukommen. Und kaufen noch was beim Tierarzt ein und dann geht's zurück nach Hause. Lasst euch gut gehen und bis bald. Tschüss.